Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier DLANZTV. Natürlich mal wieder die Winterpause. Buh, dass ich es rausbringe. Ist over, es ist vorbei. Auch auf dem Transfermarkt ist ein bisschen was passiert, aber das Wichtigste, es geht wieder los. Also, und ja, der erste Gegner ist auch gleichzeitig der letzte, den wir vor der Winterpause gehabt haben, nämlich auswärts der Linzer ASK, besser bekannt als LASK. Und ja, das wird auf jeden Fall zum einen, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Partie wieder. Wir beginnen aber erstmal mit ja, dem Transferfenster, was denn so passiert ist, nochmal zusammengefasst bei unseren Blackies. Man hat ja den einen oder anderen Abgang in der Winterpause ja verkraften müssen, beziehungsweise bereitwillig abgegeben, da wir zum Beispiel die Leihe von Lehmann nach Hartberg durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass der Sturm auf der Position ja ein bisschen überbesetzt, will ich jetzt nicht sagen, ist, aber dass einfach ein großer Konkurrenzkampf doch auf den Flügelpositionen herrscht und Lehmer das halbe Jahr jetzt in Hartberg eben Zeit hat, ja, Bundesliga-Luft weiterhin zu schnuppern. Dann gab es den Abgang von Fabian Koch und von Markus Pink. Da muss man sagen, beide verschmerzbar, waren beide Backups, beide mit ihrer Rolle eben als Ersatzmann nicht wirklich zufrieden, auch völlig verständlich. Der eine zurück nach Tirol zu Wattens im Fall von Koch und ja, Pink hat es eben zur Admira verschlagen, soll dort dann auch eine größere Rolle einnehmen. Und ja, Sturm hat aber auch auf diese Transfers dann reagiert und hat jetzt in den letzten Tagen gleich zweimal nochmal zugeschlagen. Zum einen kam Lukas Jäger vom 1. FC Nürnberg aus der 2. deutschen Bundesliga zum SK Sturm. Jäger ist ja ein Bundesliga-erfahrener Spieler aus der Jugend von Altach, hat sich dort auch als gestandener Bundesligaspieler etabliert. In seiner letzten Saison, in der er in Österreich gespielt hat, war er unumstrittener Stammspieler, alle 36 Partien für die Altacher damals noch gemacht in der Bundesliga, bevor es ihn nach Nürnberg verschlug. Und ja, hat auch in der heurigen Saison eigentlich verhältnismäßig viele Einsätze noch bekommen. Jetzt ja gegen Ende der Hinrunde eher weniger. Und ja, da war einfach Zeit, ein halbes Jahr vor Vertragsende, dass es da eine Luftveränderung anscheinend gegeben hat. Und ja, die gibt es jetzt eben in Richtung Graz, kann man sagen. Also bei Jäger bin ich schon erstens sehr gespannt wirklich auf ihn. Also da soll ja eher ein Abräumer sein, ein Defensiv-Allrounder, kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Also da denke ich, vom Spielertyp ist es jetzt keine sonderliche Überraschung. Ich glaube auch, es wird eher so, ja vielleicht einer sein, wie die Position passt, nicht 1:1, aber eben wie Koch, den man eben abgegeben hat. Also jetzt kein Außenverteidiger, aber eben einer, der doch, ja, den Gegner einfach abgrätscht, sagen wir, wie es ist, wo soll ich da groß drumherum reden. Also, bei Jäger bin ich gespannt, 25 Jahre jung, Österreicher, klar, mit 25 erwartet man sofort Leistung, da gibt es auf jeden Fall keinen Youngster-Bonus mehr, bei Weitem nicht mehr. Aber ich bin da guter Dinge. Ich glaube, bei Altach, auch wenn er mir persönlich da nicht so wahnsinnig aufgefallen ist, aber das ist immer so eine Sache mit den Defensivspielern, ja, glaube ich eben. Mit der Bundesliga-Erfahrung hat er auch sogar erste Liga mit Nürnberg gespielt und dort auch den ein oder anderen Einsatz bekommen. Also mal gucken einfach. Ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Die Ablösesumme 125.000 laut transfermarkt.at, auch da glaube ich, es ist gerechtfertigt, halbes Jahr vor Transferende, dass man noch ein bisschen was kassieren will. Von Nürnberger Seite ist, glaube ich, ganz klar. Also ist, denke ich, der Transfer insgesamt nachvollziehbar, weil man eben auch Tobias Koch, also den jungen Koch, ihn nicht mit Fabian zu verwechseln, den hat man ja als Kooperationsspieler an Lafnitz auch abgegeben. Fadinger ist ja beispielsweise schon länger dort, wenn es auch nicht dieselbe Position ist, aber deswegen hat man da doch ein bisschen Fragezeichen, auch bei Dominguez, obwohl der noch da ist, ist ja lang spekuliert worden, ob der Sturm jetzt nicht doch noch verletzt, vielleicht auch im Sommer, ist wohl sehr wahrscheinlich eher. Und ja, da muss man halt abwarten. Auf jeden Fall soll Jäger, glaube ich, dieses Loch stopfen und wir werden eben sehen, ja, was er denn bei uns zustande bringt. Der nächste Neuzugang, ein neuer Stürmer. Eigentlich für mich fast schon überraschend, eigentlich auch positiv überraschend, muss ich sagen. Kevin Friesenbichler. Bei Friesenbichler
war man anscheinend auch schon länger dran. Der war zuletzt auch in Deutschland aktiv, ebenfalls in der zweiten deutschen Bundesliga bei Osnabrück. Die sind Aufsteiger aus der dritten in die zweite Liga. Und ja, kam dort, glaube ich, ja zu 7 oder 8 Einsätzen, kein Tor. Also das war nach einem halben Jahr erledigt, dieses Missverständnis. Und ja, der darf eben jetzt gleich wieder zurück nach Österreich wechseln. War ja einige Jahre bei der Wiener Austria aktiv, auch an den WRC ein halbes Jahr ausgeliehen. Vor seiner Zeit in Österreich war er dann noch in Polen kurz tätig, was ich so im Kopf habe, und eben auch noch in der Bayern-Jugend. Also Friesenbichler hat schon auch ein bisschen was gesehen, ist ein Bundesliga-erfahrener Stürmer, der durchaus für ein bisschen Torgefahr auch gut ist. Also der hat jetzt natürlich keine astronomischen Torzahlen. Also ich glaube, in seiner besten Saison bei der Austria hat er 13 Treffer gemacht. Und aber ansonsten immer einer, der für, sage ich mal, 8 bis 15 Tore, glaube ich, schon auch ganz gut ist in der Saison. Auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zu Bekim Bala, bei dem ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, wie sieht es da formtechnisch aus? Findet er da wirklich ja immer seine richtigen Anspielpartner vorne, beziehungsweise wird er richtig in Szene gesetzt? Beide sind ja eigentlich eher große, bullige Stürmer, also ähnliche Spielertypen, würde ich da mal sagen. Und ja, bei Friesenbichler, glaube ich, ist auch das Risiko sehr überschaubar, auch erst 25. Also, ja, würde, denke ich, Sinn machen. Man hat jetzt auf der Stürmerposition ohnehin Handlungsbedarf gehabt, auch wenn jetzt Pink vielleicht nicht wahnsinnig abgehen wird. Aber es ist gut, eine Alternative zu haben. Und ja, von dem her glaube ich auch, dass das relativ sinnvoll wäre. Also, so viel eben zu den Neuzugängen natürlich. Die begrüßen wir ganz, ganz herzlich natürlich in Graz und hoffen, dass die uns dann auch im Punkto Feinschliff da weiterhelfen. Und jetzt beschäftigen wir uns natürlich mit dem kommenden Gegner für morgen, nämlich mit dem LASK. Und ja, jeder erinnert sich, glaube ich, der sich mit Sturm ein bisschen auseinandersetzt, an das unfassbare 3:3 im letzten Spiel eben vor der Winterpause, das noch in der Bundesliga. Es geht ja im Cup dieses Mal. Noch dazu an der Linzer, auf der Linzer Gugel. Die heißt ja offiziell, glaube ich, Stadion der Stadt Linz. Aber auf jeden Fall, ja, es ist ein bisschen etwas verändert vom Verhältnis. Also die Stimmung wird anders sein. Pasching ja sehr, sehr klein, alles sehr eng, also schon ein bisschen Hexenkessel. Beim Linzer Stadion auf der Gugel hat man ja schon die Laufbahn rundherum und ein bisschen Abstand. Es sollen ja auch genug Sturmfans diesmal mit dabei sein. Also stimmungstechnisch gibt ja dann auch Stadionmarsch etc. Das wird alles, glaube ich, alles in allem ein ziemlich cooles Event werden. Und ja, bei Sturm muss man auch wieder personell, okay, auf den einen oder anderen doch verzichten. Also, ausfallen werden ja mal sicher Isaac Donkor, der sowieso bis Saisonende vermutlich. Und ja, was auch bitter ist, Kirill Despotov. Despotov, klar, der hat auch beim letzten Spiel lustigerweise beim LASK eben bei diesem ominösen 3:3, wo wir ein 3:0 vergeben haben, ja auch nicht gespielt. Wäre da aber fit gewesen und ja, fehlt jetzt halt auch wieder, also von dem eigentlich nichts Neues. Natürlich hat man schon auch trotzdem einen guten Kader zusammen. Auch El Maestro hat ja in der Pressekonferenz so ein bisschen verlautbaren lassen, sein Schlüsselspieler ist ohnehin so Ota Kitaischwili im Moment, also um ihn ja rankt sich da alles. In der Offensive, völlig verständlich, Kitaischwili war ja auch wirklich in sehr guter Form, gerade eben zum Ende der Hinrunde. Und ich glaube trotzdem, dass wir gute Chancen haben, dass wir beim LASK da auch bestehen können. Es ist ja das Viertelfinale im Cup, also danach sind wir schon unter den letzten Vieren, wenn wir denn weiterkommen. Auf jeden Fall sind die Linzer, klar, eine Mannschaft, die gar nicht mal so schwer ausrechenbar ist, denn die haben einfach ihre klare spielerische Linie, man weiß, die werden anpressen. Das Ganze erinnert mich ohnehin auch sehr stark an Salzburg von der Spielauslegung her. Und ja, bei Sturm wird es interessant sein, wie weit man eben nach der zweiten Vorbereitung mit El Maestro ist. Also die Testspiele, ich für meinen Teil nehme die halt nicht wirklich für voll, weil da so viele Faktoren davon abhängen, was für ein Ergebnis dann am Ende zusammenkommt und auch welche Leistung du am Platz siehst, also vom Trainingsfortschritt oder Trainingsrückstand etc. Das sind dann alles ja so Sachen, da kann man dann ewig drüber streiten, inwieweit das Ergebnis dann ernst zu nehmen ist. Und ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt ja, Vorsicht Phrase, bekanntlich auf dem Platz. Und da würde ich sagen, lassen wir uns auf jeden Fall auch überraschen. Ansonsten, ja, kann man natürlich sowieso nur alle da auffordern. Klar, ab zur Partie, wer da noch keine Karten hat, wird sicher stimmungstechnisch sehr, sehr geil werden. Also ich
bin auch sehr gespannt natürlich und ich bin auch guter Dinge, dass wir den Lars da irgendwie rauskegeln. Es wird vielleicht nicht berauschend von unserer Seite, man muss dagegen halten, man muss kämpfen, beißen, kratzen, die ganzen üblichen Dinge eben, um eben einen Fußballspieler erfolgreich bestreiten zu können, das auch spielerisch mal schauen, vielleicht überrascht die Mannschaft positiv, aber ich persönlich sage, wenn mir da ja 90 Minuten oder 120 oder vielleicht noch länger, wenn wir da dagegen halten, dann ist auch diesmal wieder was drin. Man hat ja beim LASK auch beim letzten Mal gepunktet, das darf man nicht vergessen, trotz allen negativen Ereignissen, speziell in der zweiten Halbzeit. Muss man einfach mal schauen, was da denn rauskommt. Also, von dem hier, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu der morgigen Partie sagt. Haben wir eine Chance beim LASK? Eliminieren wir die Linzer? Oder fliegen wir raus aus dem Cup? Also, ich bin sehr gespannt da auf eure Meinungen. Was sagt ihr auch zu den Transfers? Vielleicht das auch gleich an der Stelle mit dazu schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.